Vielleicht ist das für diejenigen, liebe Schwestern und Brüder, die mit ihrem Glauben etwas anfangen wollen. Vielleicht ist es für die schwer zu verstehen. Das wäre doch eine Möglichkeit gewesen. Ist diesem samaritischen Dorf einmal zu zeigen, wen sie denn da vor sich haben und wen sie denn da nicht aufnehmen. Können wir nicht verstehen, die Donnersöhne, Jakobus und Johannes, diese Brüder, die etwas wollen in der Nachfolge, daran kann kein Zweifel sein. Können wir es nicht nachvollziehen, diesen berechtigten Zorn, Jesus abzuweisen? Und ist deren Zorn nicht manchmal auch unser Zorn? Wenn wir sehen, wie man mit dem Glauben, wie man mit der Kirche oder Einzelnen in der Kirche umspringt von außen, muss es da nicht mal ein Machtwort geben? Etwas Klares muss da nämlich einer dreinfahren. Bei uns zu Hause in der Eifel sagt man bei solchen Gelegenheiten dann, dass sich da die Erde nicht auftut. Das ist so ähnlich wie die Donnersöhne das dann sagen. Aber in der Regel tut sie sich nicht auf. Genauso wenig wie hier Feuer vom Himmel fiel. Weil es Jesus verwehrt. So berechtigt dieser Unwille und Zorn sein mag, wir müssen uns wieder erinnern an die ganzen Lektionen, die Jesus seinen Jüngern in den letzten Tagen immer wieder erteilt hat. Der Menschensohn muss ausgeliefert werden. Er wird von den Ältesten verworfen. Er wird getötet werden. Genau das nimmt Jesus jetzt in den Blick. Da ist kein Platz für Machtdemonstrationen. Jesus hat das immer im Blick, seinen Weg. Und die Jünger, sie sind offenbar resistent, das zu lernen. Gestern noch stellt Jesus ihnen ein Kind in die Mitte und sagt, das ist der Maßstab. Kinder werfen kein Feuer vom Himmel, obwohl sie das vielleicht manchmal wünschten, wenn man sie fragt in bestimmten Situationen. Es ist schwierig, den Willen Jesu genau zu erkennen, auch in unserem Heute. Und vielleicht kommt uns der Tagesheilige, der heilige Vinzenz von Paul, zu Hilfe mit seinem überaus gütigen Wesen. Der hat einmal gesagt, kein Mensch ist im Guten stetiger und unbeirrbarer als der Milde und Gütige. Und er vergleicht einen solchen Menschen nicht mit einem Wasserfall, das sind die Aufbrausenden. Aber das kommt, manchmal wird das zu einem Rinnsal und manchmal versiegt das ganz. Der Gütige und Milde, sagt er, ist die Stetigkeit eines großen, breiten Stromes, dessen Wasser nie ausgeht, der ruhig, ganz ruhig durch die Landschaft fließt. Das ist ein hohes Ideal. Und manchmal merken auch die, die predigen müssen, wie weit sie davon entfernt sind, von diesem ruhig dahinfließenden Strom. Das heißt im Sinne des Vinzenz von Paul, von jener Milde und Güte. Und dennoch, wir haben sie alle zu lernen.